Dass der längste Tag und damit die kürzeste Nacht im Jahr mit einem Sonnenwendfeuer gefeiert wird, ist ja im Brauchtum fest verankert. In Freising im Schafhof verknüpfte man das Johannisfeuer auch noch mit einem Kunsthandwerksmarkt. Zudem wurde das Entzünden des Holzstoßes zu einem Feuerevent, denn zuvor gab es eine sehenswerte Show, ein Spiel mit dem Feuer.